Es ist wieder 23 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lab Talk. Heute mit dem Thema Weihnachten und nicht Drachenlords Schlong. Bei mir sind wieder die üblichen Verdächtigen: Christoph, Ja, muss halt. Rico, Ich hab Kopfschmerzen. Rio, Das nehmen wir nicht schon zum vierten Mal auf. Andi, Keine Powerphrase. Merlin. Mein Ringfinger ist immer noch länger als mein Zeigefinger. Echt? Das hat sich noch nicht geändert? Und Nee. Tobi. Ja, hier könnte Ihre Werbung stehen. Sorry, Ja. mir fällt einfach keine Der war Powerphrase doch zum Anfang gut. an. Echt? Ja, gut, Der ja. war doch scheiße. Ja, Okay, nochmal. jetzt kommt Nein, halt nein, nein, nein. Michelin an und sagt, da wollen wir unsere Werbung haben. Ja, weil er weiß ist und dick. Ja, das ist wie ein Schneemann. Klar. Scheiße. Nein, wieder Geile zurück zu Überleitung. Weihnachten. Wir reden über Weihnachten. Ich möchte gerne von euch wissen, oder ich hoffe, ihr Zuschauer möchtet gerne von uns wissen, wie es momentan bei uns aussieht mit Weihnachten und so weiter und so fort. Was unsere jährlichen Tätigkeiten sind, was wir zum Beispiel wie Unternehmen an Weihnachten oder ob wir einfach daheim sitzen bei Lieferando, Pizza.de oder Schlag mich tot da bestellen und Wo uns das denn einfach mit Burgern da voll kloppen. So, das würde mich mal interessieren und ja, wie seht ihr, wie steht ihr zu Weihnachten und was habt ihr so auf dem Schirm, was plant ihr da? Okay, ich fange einfach mal an. Ja, prinzipiell Weihnachten an sich geplant, nur Familie essen. Also nicht die Familie essen, sondern mit Familie was essen gehen. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, dadurch, dass wir jetzt dieses Jahr diese enorme Ausnahmesituation, die sich jetzt weiter fortführen wird, dass Rico, Merlin und ich zusammen wohnen, wollen wir auch mal Filme gucken bei Weihnachten Also ihr wollt wirklich jetzt so als ein, Thema ihr haben. wollt jetzt jedes Jahr irgendwie so einen Weihnachtsfilm da schauen oder wie, oder so einen Haben wir letztes Jahr das Weihnachtsmarathon. nur Nur einen eingeführt geführt machen. und wollen wir jetzt dieses Jahr weitermachen. Am besten Okay. nicht nur einen. Und immer dieselben Filme oder immer oder jedes Jahr unterschiedlich? Mal schauen. Kommt Also drauf an, worauf wir gerade Lust haben. Polar Express. letztes Jahr war es Polar Express und Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, den habe ich ja nicht Oh. mitgeguckt. Nee, weil das Ding da ist ja wirklich, es gibt ja Leute, die halt einer Tradition folgen, wie Dinner for One. Es gibt Leute, die an Silvester wirklich die ganze Oh Zeit auf Gott. Dinner for One Ja, warten ich kenne und das. Also dann nicht. sich eine hinter die Binde zu kippen. Meine Familie und ich haben tatsächlich einen Weihnachtsfilm, den wir jedes Jahr gucken, seit etlichen von Jahren, bevor ich geboren wurde. Hitler ist der Untergang. Nee, aber wir. Hitler Guter Mein Film. Kampf. Ist toller Weihnachtsfilm. Nee, wir gucken mal, ist das Leben nicht schön? Von 45, glaube ich. Moment, ist das Leben nicht schön? Kommt ja fast da dran. Kommt wirklich fast da dran. Aber es ist echt ein toller Das ist Film. ein versteckter Propagandafilm. Nein, nein, ist das Nein. Leben nicht. Ist das nicht dieser Film mit dem Heißt It's Italiener a da, Wonderful der. Life. Welchen Italiener? Ja, ist das der mit Italiener, wo der seinem Sohn irgendwie im KZ sagt, dass er jetzt Verstecken Na, es spielen hat soll und nichts mit dann am KZ zu Ende. tun. Es Oh, okay. hat überhaupt nichts damit zu tun. Über welchen Film Da rede ich wird halt denn? einem, also es ist halt so ein cooler Mann und so, ne? Und du kriegst halt mit, wie der aufwächst und so. Okay. Und wie er heiratet und dann, der ist halt Banker. Ah, Und ist dann geht er halt seine hier, Bank ja. pleite durch einen blöden Zufall und er wünscht sich halt, dass er nie geboren worden wäre. Und dann kommt halt ein Engel und zeigt ihm halt, wie die Welt wäre, wenn er nie geboren worden wäre. Und er merkt halt, dass es ganz schön kacke ist und dass er ziemlich wichtig ist und am Ende ist alles gut. Und dann bläst er sich auf. Nee, leider nicht, aber das wäre auch cool. Gibt es so einen ähnlichen Film auch von Disney? Ist ja so halb wie die Weihnachtsgeschichte, Weihnachtsgeschichte, nur ja. umgedreht. Weihnachtsgeschichte von Disney. Ja, die hat Disney erfunden. Ist Das das hat ja Leben nichts mit nicht? Weihnachtsgeschichte zu tun. Ja, die ist Ja. umgedreht. Ja, Der nicht ist ein mal Arschloch umgedreht. und dem wird gezeigt, wie seine Zukunft ist. Wie seine Vergangenheit, wie seine Gegenwart und wie seine Zukunft ist, Also genau. ich kann den Film jedem empfehlen, ist sehr, sehr schön. Und er ist mit James Stewart, der generell ein ziemlich cooler Typ ist. Okay, ich sehe es gerade, 1946 und es dauert 2 Stunden 15 Ja, das ist ein langer Film. Minuten. Das ist sportlich, sagen wir es mal so, ja. Jedes Jahr, seit 19 Jahren, gucke ich mir den an. RIP, kannst du den auch komplett auswendig? Ja, wahrscheinlich ja. Okay. Was passiert denn bei Minute 51? Bricht ins Eis ein. Oh. Da hat er dich. Verdammt. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Nee, aber wie gesagt, zurück zum Thema. Also ihr setzt euch jetzt da irgendwie jedes Jahr hin und guckt euch dann unterschiedliche Filme an. Jedes Jahr einen anderen Oder Film. gleiche. Wissen wir noch nicht. Also habt ihr jetzt auch geplant, den Polar Express nochmal zu gucken? Ehrlich, Ehrlich, so ein nerviger Fatzke bei, den ich nicht leiden konnte beim Polar Express. Ist Also das nicht Polar irgendwie Express gefühlt habe bei ich auch keinen jedem Lust. Film? In welchem Film ist kein komischer Fatzke dabei, den du nicht leiden kannst? Film, Ich mag die Serie, meisten Fatzken im egal. Gegensatz zu euch. Ich mag Arschlöcher, aber der war mir Also, zu Arschloch. was mich am meisten stört bei den Ach ganzen Gott, der Typ mit der Weihnachtsfilmen, Brille.
Mir ging der Polar Express sowieso nur auf den Sack. Also, Hallo? der ist der Zug schon längst abgefahren bei mir. Aber mit Jedenfalls, Tempo 300. das Ding ist einfach, Ja. das Einzige, was mich an Weihnachtsfilmen stört, ist dieses kleine, kranke Kind, was dann am Ende komplett fröhlich einfach sagt: Fröhliche Weihnachten euch allen. Und dann denke ich mir so: Ah, halt die Fresse. Die Das ist. Frage, weil du Tja, das Weihnachtsfilm gibt's in Ist das Leben definierst. nicht schön? Obwohl doch. Also ich habe hier Aber es gelesen, ist dass nicht es den wirklich Vorwurf krank, gibt, sondern dass das schon kind. ein religiöser Propagandafilm sein soll. Wir Ist könnten das Leben Rudolf nicht schön? gucken. Rudolf Ja, mit ist der halt ein roten christlicher Nase. Film. Ja, Rudolf. 45 Gott sei Dank christliche Filme machen. Naja, jedenfalls, ihr guckt euch dann irgendwelche Filme an, jedes Jahr irgendwie dieselben oder unterschiedlichen, und danach geht ihr in eure Familien und dann, wie sieht das denn aus? Ja, nicht alle. Okay, es gibt also Leute, die keine Familie haben. Genau. Das ist. Okay. Ja. Also ihr macht einfach Lieferando-Pizza.de und Lieferheld und dann Cheeseburger und dann rein. Gut, alles Der klar. Christoph ist doch immer noch dran. Christoph, der antwortet nur nicht. Ja, ich hab's jetzt nicht für sinnvoll gehalten, darauf zu antworten. Gut, alles klar. Wie sieht's bei dir aus, Rio, mit Weihnachten? Bei Hast du da mir? Warum irgendwelche. hast du jetzt Rico übersprungen? Ja, Rico ist ja bei dir sowieso. Nein, wir kommen nicht auf Rico. Ja, also wirklich Traditionen oder so haben wir nicht. Wir gehen halt jedes Mal bei der Familie feiern. Früher war es halt bei der Oma, die halt immer voll geil Essen gemacht hat. Mittlerweile ist sie zu alt, um stundenlang in der Küche zu stehen. Seitdem Wegen wird feiern wir. bestellt. Nee, Bei Lieferheld. dann wird halt meistens etwas Kleineres zu essen gemacht. Und ja, seit 4 Jahren oder so, als meine Tante ihr Kind bekommen hat, feiern wir jetzt da. Weil sie nicht immer den Kleinen immer rumschleppen will und dann wird halt groß zelebriert jetzt für den Kleinen, von wegen, ja, der Weihnachtsmann kam, Geschenke geschickt und Darf ich mal kurze Zwischenfrage machen? ja. Wo wohnt denn die Tante? Auch in Berlin? Im Ja. Kaff. Andis Tante. Auch in Berlin, ja. Wir wohnen alle hier in Berlin. Und dann sind die Entfernungen so krass, dass man zu ihr kommen muss, weil die das Kind nicht rumschleppen will. Also kenne Berlin ist ich groß. Junge, andere Berlin ist groß. Entfernungen, wo Diese komische Kinder. Straße, da ist länger als Ja, ganz egal. Oder gefühlt. Auf jeden Fall Wieso? ist es dann halt so eine kleine, beschauliche Familienfeier. Und das war's. Traditionen haben wir keine, die wir wirklich verfolgen. Wir wichteln Weihnachten. übrigens in der Familie. Oh, wir auch. Oh ja, das Oh, machen wir. scheiße, wir auch. Dieses Jahr machen wir das auch. Keine Ahnung, was ich wichteln soll, weil Gut, dass ich ich halt darüber nichts gesprochen habe. besitze. Er muss ja was kaufen. Fuck. Ja, Die machen das ja Schrott, Rio ist ja immer immer auf so eine seinem Sache. Schrottrepertoire, was Nein, du zu wir machen Hause ja hast. Schrottwichteln. Wir sollen ja extra Sachen raussuchen, die wir nicht mehr brauchen und dann einfach verschenken. Hier hast Aber du ich meinen besitze halt Mülleimer. nicht. Ja, selbst ich habe nicht mal einen Mülleimer, ich habe Das ist immer mein Pfand. Mülltonnen. Ja, guck mal, die kannst du doch verschenken. Braucht man immer. Hier hast du meinen Pfand in Höhe von 1,25. Hier hast du 5 Flaschen. Viel Glück. Ich kann es hier im Nee, Müller brauche ja kaufen. selber. Ich muss ja den Pfand noch irgendwie dann hinterher verwerten. Ach, geil. Und an sich warte ich Schrottwichteln. eigentlich nur darauf, dass wir uns mal für einen Film entscheiden, den wir dann auch zusammen gucken können. Okay, und da ist die Entscheidung auf Ist das Leben nicht schön gefallen? Ja, Nee, das Mann. ist ja Merlin. Den können wir Nein. wirklich gucken. Der ist Also, voll ich habe ernsthaft schön. keinen Bock drauf. Ich bin ja für Hüter des Lichts. Oh, geil. Verhüter des Lichts? Da bin ich dabei. Ist das die Ist das Phantom der Silbermond? Eulenfilm von Zack Snyder? Das ist so ein Animationsfilm, ja. Ich weiß nicht Song von von wem. Silbermond. Ja, mit Das dem ist auch ein Song Weihnachtsmann, von mit dem Silbermond. Osterhasen, mit der Zahnfee und mit dem Sandmännchen. Mit Julian Bam, also krass. Ja, Julian Bam in all seinen Rollen. Ja. Das war's mit Weihnachten hier. Generell haben wir nicht viel mit Weihnachten zu tun, weil mein Vater ja aus dem muslimischen Glauben kommt. Aber er hat sich halt überreden lassen, dass er hier halt Weihnachten feiert. Okay. Und Jesus ist im Und Islam doch auch ein Prophet. ja. Da kenne ich Ja, Leute, die ist würden das mir aber eigentlich böse egal. ankratzen. Ich weiß, worauf du hinausgehst. Boah, ich hab mir so schlapp gelacht. Egal, wir weichen vom Thema ab. Weiter. Das redet ruhig weiter über dieses. Nee, nee, Okay, nee. alles klar, viel zu peinlich, alles klar, gut, Ach gut, so. gut. Nichts mit uns zu tun. Ja, eben, es hat nichts mit uns zu tun und deswegen möchte ich das hier auch nicht ansprechen. Also, ja, gut, alles klar. Okay, so krass ist jetzt auch nicht, aber okay. Was ich Okay, nur schade finde, ist, dass ich keinen ja. Lego-Kalender habe.
Du hast keinen Lego-Kalender. Ich habe immer noch kein einziges Türchen von meinem Kalender aufgemacht. Stimmt, seid ihr solche Leute, die sich auch jedes Jahr irgendwie so einen Weihnachtskalender oder so kaufen? Ja, aber ich vergesse ihn jedes Mal, weil ich morgens viel Stress habe und nachmittags hab ich keinen Bock. Ich hab die immer halt nach der Uhr aufgemacht. Letztes Jahr hatte ich keinen. Ich habe mir einen sehr hochwertigen Er hat vorwärts letztes Jahr den Teekalender. Den 1,95 € von Lidl. Stimmt. Hey, aber ich glaube, den habe ich nicht jeden Tag aufgemacht. Ich glaube, der steht noch halb geöffnet im Müll. Wow. Hast du auch mit Deo eingesprüht? Nee, das habe ich nicht getan. Okay. Also ich muss sagen, ich habe schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren keinen Weihnachtskalender mehr drin. Ich habe das Gefühl... Wenn, dann heißt es sowieso Adventskalender, Bitches. Entschuldige, Adventskalender. Ich hab seit langem keinen Adventskalender mehr. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach nur so, ja, ist damit jetzt gefallen. Ja, das macht man, um sein inneres Kind zu befriedigen. Guckst du nicht den Rocket Beans Adventskalender? Nein. Boah, hast du nicht mal da einen Adventskalender. Ich glaube aber, das ist auch so eine kleine Traditionssache. Dass nur bestimmte Leute, die halt wirklich an Traditionen festhalten, das wirklich bis auch ins Erwachsenenalter machen. Nö, ich befriedige mein inneres Kind. Ich kenne also voll viele, die so einen Adventskalender. Also meine Eltern schenken sich aber meistens gegenseitig Adventskalender. Also so selbstgemacht. Also meistens bringt mir auch meine Mutter gut, so einen 1 € Schokoladen-Adventskalender mit. Einfach mal Transformer. Eine Art Transformer. Das ist ja Liebe. Ja, ein Euro hat er gerade aber selbstgemacht, aber in dem Korb lag. So, das ist eine Tankstelle, so eine Sammelkiste, so Verfallsdatum letztes Jahr. Schoki. Kleiner Tipp am Rande, Adventskalender sind jetzt schon wieder gut im Rennen, was Preise angeht. Ja, echt? Aber es ist der 17. Toll. Verdammt. Wer kauft sich einen Adventskalender am 17.? Jetzt da hinstellen, Adventskalender kaufen. Also ich könnte mir eigentlich auch jetzt noch einen kaufen, weil ich habe mal bisher eh nicht. Da denken die Leute, der ist ganz schön spät. Was ist denn bei dem falsch im Leben? Der denkt, das ist ein Zehnter, der kauft Adventskalender. Der will halt günstig Schokolade kaufen. Ja, oder halt vorsorglich schon mal für nächstes Jahr. Okay, ganz ehrlich, du sammelst doch jetzt nicht wirklich Adventskalender fürs nächste Jahr. Ich nicht, aber es gibt bestimmt Leute, die das machen. Ja. Ich horte hier andere schokoladenhaltige Sachen. Ich habe meine Merci-Tafel von vor 2 Jahren immer noch im Kühlschrank. Merci. Müsste das nicht irgendwie ablaufen oder so? Schokolade läuft nicht wirklich ab. Ich glaube, also die wird zwar weiß oder so, aber das läuft nicht ab. Die wird ranzig. Die schimmelt zwar nicht. Nein, die schimmelt wirklich, also die läuft nicht wirklich ab. Also die wird dann zwar so weiß halt und komisch, ranzig. Aber du kannst halt auch abgelaufen wissen. Am 1.7.2018. Das ist falsch. Das ist ja länger her als gestern. Das ist falsch. Also es wäre schon seit 5 Monaten im Müll bei mir. Falsch. Hey, du schmeißt dann sofort weg, wenn die abgelaufen sind. Das ist eine Gesellschaft, die ich nicht so... Ja, so wie Bram. Ja, aber der Kaffee ist aus 2019 haltbar. Am 1.7. hast du das Ding nicht zum Umzug hier angefasst? Hast du dann nicht mal aufs Datum geguckt und gedacht, jo, das könnte man jetzt eigentlich jetzt mal ich essen? Ich hab tatsächlich diesen Kühlschrank so mit Inhalt hierher. Du perverses Schwein. Das Problem ist, bei Merci das Problem ist, da schmecken mir ganz viele Sachen halt nicht. Das Problem ist, eine Zeit lang war halt auch dieser Kühlschrank nicht an Strom angeschlossen. Ich habe ja keine... Steckdose. Ja, ich verstehe Tobis Frage nicht. Das war eine Frage falsch. Ja, wenn wir jetzt einen Song haben, weißt du, dann... Andi, ja, aber sonst hat Andi, er immer Information gefragt. Andi, immer wenn ich... Immer, All wenn I ich... want for Christmas is you. Nein, das hier. Das ist doch viel zu... Wisst ihr, das Ding ist, ich sammle eigentlich jetzt schon im Chat, welche Lieder ihr anbieten könntet, damit ich dann denjenigen in den 15 Minuten wieder ansprechen kann mit den Worten, hey, ja, Andi, willst du was auswählen? Damit ihr wenigstens Vorbereitungszeit habt. Ja, ich hab das gecheckt. Ja, ich auch. Aber dann warum sendest du so einen Spotify-Link? Ja, du wolltest doch gerade einen Song haben. Jetzt hast du einen Song. Sag doch einfach den Songtitel gibt. Und fertig. Ja, aber da hast du ihn doch direkt, da musst du ihn nicht noch suchen. Du schickst mir gerade eine Playlist von Kevin allein zu Hause. Du musst den ersten Song abspielen. alles geht hier so runter drüber. Im Chat war ich heute in Hannover. So, also ihr wollt, Andi will, nee, Andi war, du hast doch schon beim zweiten Vollkommen Laptop drin, ne? Ich war heute gar nicht in Hannover. Ja, aber ich habe das reingesendet, was Rio haben wollte. Achso, Rio, das wolltest du machen. Ah, echt? Weiß ich nicht. Leute, also ich habe geschrieben, was ich wollte, ich weiß nicht, ob Andi das da auch geschickt hat. Carol of the Bells, ja, das, der hat irgendwas mit Somewhere in My Memory von Mykolo Dmytrovich ist der das komponiert hat und ist ein Ukrainer. Achso, genau, da ist er. Ja, stimmt. Sehr gut, ist runtergescrollt. Es sind 1 Minute 25 nur. Ja, ja. Alles klar. Geht halt nicht so lang.
Da wird es ein kurzes Lied. So, wir machen weiter gleich mit, ob wir uns noch beschenken und ob es noch hier weitere weihnachtliche Traditionen gibt. Hier beim Laptalk, bis gleich. Und jetzt wechselt mal in die Spotify-Playlist und hört euch Carol of the Bells an, weil es ist verdammte Scheiße besinnliche Weihnachten. Also, bis gleich. So, und dann sind wir wieder. War eine sehr schöne, emotionale 1 Minute 25, ich liebe muss ich dieses sagen. Lied. Das ist das Das beste Weihnachtslied, was es gibt. Das ja. stimmt. Falsch. Falsch. Wrong. Ja, kannst du ja auch nichts anderes sagen als falsch. Also, wir sind stehen geblieben bei Adventskalender, abgelaufene Schokolade und Hortung. Und ja, ich weiß nicht, ob Trigo jetzt mit Christoph da fertig mit dem Thema da sind oder irgendwie da also gesprochen ich war haben. Fertig. Du warst fertig? Gut. Rio, hast du noch irgendwas zu Weihnachten zu sagen? Ich hab gerade gesagt, dass ich fertig war. Gut, alles klar, perfekt. Dann ist Rico dran. Ich bin fertig. Hast du noch irgendwas zu sagen? Rico, das ist deine Zeit. Los, nutze sie. Das ist unsere Zeit. Du bist Zeit. Dran. Rico. Ja. Weihnachten. Also wie läuft bei uns immer Weihnachten ab? Oder wie lief es ab, bevor meine Familie sich getrennt hat? So halb. Oh, da habe ich einen schlechten Gag gerade rausgebracht vor 10 Minuten. Das tut mir wirklich leid. Alles gut. Okay. Ja, wir haben eigentlich immer so Weihnachten abwechselnd bei den verschiedenen Leuten unserer Familie gefeiert. Also mal bei meinem Bruder und seiner Frau, mal bei meinen Eltern, mal bei meiner Oma. Jedes Jahr halt abwechselnd. Und ja, dann meistens schon so gegen 15, 14, 15, 16 Uhr haben wir dann alle Leute abgeholt, meine Oma und alle anderen. Und dann gab's erstmal Kaffee und Kuchen und der ganze Shit. Und dann die ganze Zeit läuft Weihnachtsmusik im Hintergrund, es wird sich unterhalten und eigentlich gar nicht großartig irgendwas Spannendes. Dann, ich weiß nicht, ob wir immer vorher Abend gegessen, zu Abend gegessen haben oder nach dem Geschenke verteilen. Ich glaube danach meistens. Weil ich es als kleines Kind immer nicht aushalten konnte. Und danach kannst du dann noch was essen, du willst nicht damit spielen? Ja, doch, wollte ich. Aber ich wurde dann gezwungen zu essen. Ja, deshalb bist du doch vorher essen sinnvoll. Und geprügelt wurdest du. Ja, zu essen gibt's so das deutsche Standardessen an Weihnachten, Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Das ist kein deutscher Standard. Ja, schon. Ja, doch, also doch, ist schon bekanntes schon. Deutsches Weihnachtsessen. Und ich würde nicht sagen, es ist der Standard, aber schon. Schon sehr verbreitet. Weit verbreitet, sagen wir es. Wir machen es auch. Abwechslung gedrackelt. Ja, und dann werden die Geschenke verteilt. In den letzten Jahren war es dann auch so, dass wir immer einzeln die Geschenke verteilt haben, erstmal geguckt haben, schön, ja, was hat denn der hier bekommen? Wurde ausgepackt und alles begutachtet. Also jeder hat einzeln sein Geschenk bekommen und jeder hat auch mitbekommen, wer was geschenkt bekommen hat. Ja. Und meistens hat dann eine Oma noch bei uns übernachtet bis zum nächsten Tag und dann gab es dann am nächsten Tag so etwas festlicheres Essen, irgendwie Gans oder Hase oder irgendwas anderes, irgendwas halt Größeres, Tolles zu essen. Ach, so groß ist ein Hase gar nicht. Ein Hase ist auf jeden Fall größer als ein Kaninchen. Und meine Mutter besteht jedes Jahr darauf, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel zu kaufen. Oh Gott. Der größte Dreck. Ich dachte, du bist allergisch gegen Nüsse. Ja, bin ich. Vielleicht kommt's daher. Ja. Ich bin ganz allergisch gegen Nüsse. Ich fand früher auch immer kacke, wenn wir dann ist das Leben nicht schön wieder gucken mussten, damit zwischen liebe ich diesen Film. Naja, ich meine, das ist ja wie Guantanamo. Irgendwann erkrankst du auch ein bisschen an das Stockholm-Syndrom. Das Film ist sogar aus der DDR, okay. 3 Haselnüsse bei Aschenbrödel, Produktionsland ja. DDR. Natürlich. Ja. Hm. Originalsprache Tschechisch und Deutsch. Schlesisch. Das ist ja in. Hey, die wurden noch von Polen annektiert. Das ist ja sogar. Ich glaube, das ist so. Es ist ja sogar in Sachsen gedreht worden, an der Moritzburg oder so. Heißt das, heißt die, glaube ich, die. Das, was im Film halt vorkommt. Das ist ja verrückt.
Also das sind deine Weihnachtsunternehmungen, deine Weihnachtssachen, wie es halt jedes Jahr so vor sich geht. Ja, dieses Jahr sitze ich alleine hier. Oh. Ja, okay. Dann, Ja, dann, okay. dann, ja, dann, dann sag mir gleich später, wo du wohnst, und dann komme ich vielleicht am Weihnachten vorbei. Vielleicht nicht am 24. oder 25., aber vielleicht am 26. Falls ich nicht einen Platten habe. Oder es nicht so viel schneit. Ich meine, ich habe Willst du mit letztens dem eine Fahrrad fahren? Nahtoderfahrung. Nein, ich habe letztens eine Nahtoderfahrung letztes Jahr gehabt mit meinem Auto. An Weihnachten? Dings. Ja, eigentlich nur, weil Ein es schnee lag. Weihnachtswunder! Da Nee. jetzt nicht deine Nahtoderfahrung war, du bist mit dem Auto ein bisschen geschlittert. Ja. Wow! Wow. Ich bin gegen LKW gekommen und der LKW-Fahrer hat es noch nicht mal gemerkt. Meine Tür ist kaputt gegangen, meine Scheibe ist kaputt gegangen, mein Außenspiegel ist kaputt gegangen. Bist auch kaputt gegangen? Das ist Nein. dann doch schon ein etwas heftiger Ja. Crash. Naja, also eigentlich bin ich mit 5 km/h einfach nur an die hintere Seite des LKWs gerutscht. Und auf einmal Warst du auf fällt den das Auto Kerbs oder auseinander. was? Richtig auf den Kerbs. Das ist voll dumm gewesen. Ich war voll. Ganz ehrlich. Nee, also wirklich dumm. Wirklich dumm. Das war nach Weihnachten. Das war zwischen Weihnachten und Silvester. Aber das ist ja mal wieder eine andere Geschichte. Wir können Hat beim das nächsten auch. Podcast über Weihnachten, über Silvester reden. Ich hatte das auch einmal, als ich noch ein BMW hatte. Das war mein erstes Auto. So ein Eieiei, alter, treue so ein alter. BMW am Der Start. Mercedes ist weggeworfen. So ein alter BMW irgendwie für 700 € von so einem Opa gekauft. Und im Winter musste ich immer nach Chemnitz fahren. Das war immer so eine halbe Stunde oder so Fahrzeit zur Schule. Und da muss ich durch so ein, über so Landstraßen fahren, so durch den Wald und so. Und da war morgens wahrscheinlich noch nicht gestreut und so und richtig der Schnee weggeschippt. Und mich hat's in der Kurve auf einmal auseinandergenommen. Ich bin zum Glück nirgendwo dagegen gefahren oder so, aber Ja. innerhalb von 0,5 Sekunden ist der Puls auf 280. Also Na das klar. kannst du aber wissen. Na klar. Das sind sehr große NATO-Erfahrungen. Ja, Nahtoderfahrung hatte ich jetzt nicht, aber ich hatte schon Puls. Ja, gut. Okay, bei mir war es eigentlich auch keine NATO-Erfahrung. Ich hatte einfach wirklich nur. Ich war etwas genervt, sagen wir es mal so. Wenn ihr wissen wollt, wie genervt, dann schaut euch bei der nächsten Folge vom Formel 1 2018 Warst du da auch in der Gedöns. Krise? Da war ich in der Krise. Ich habe das Gefühl gehabt, es lief nicht so. Aber das könnt ihr dann irgendwie alle dann später sehen, wenn man im Qualifying und im ersten, ne? Ihr versteht schon, Kanada. Stichwort Kanada. So. Ruft jetzt an, Stichwort Ja. Kanada. Stichwort Kanada. Alles klar. Anni, Weihnachten bei dir, wie sieht's denn aus? Ja, Nee. ja, weil ich ja also ich habe eine recht große Familie, deshalb heißt Weihnachten immer, dass ich keine Ahnung, dass es eine Woche lang man überall hinfährt und alle besucht und überall nochmal alles und so, aber am 24. selbst sind wir meistens, aber auch nicht immer, waren wir bisher zu Hause. Kann auch mal sein, dass wir dann bei einem anderen Familienmitglied sind und da dann zusammen feiern. Ja, und dann sind wir dann halt vorher in der Kirche, sind dann zu Hause, dann gibt es relativ großes Essen, also keine Ahnung, irgendwie Ente oder sowas und dann ganz klassisch mit Rotkohl und Klößen oder so. Ja, und halt dann 25., 26. und so bin ich dann halt unterwegs. Und gut, letztes Jahr waren wir an Weihnachten im Urlaub in Tirol, weil wir unbedingt weiße Weihnachten haben wollten. Deshalb sind wir dann quasi nach Österreich gefahren. Ja. Das ist Das ist richtig Weihnachten. weihnachtlich mit sehr viel großer Familie und Klößen und Schlag mich tot. Ich will das auch haben. Ja, Wenn die Klöße. bei uns ist halt so, keine Ahnung. Thüringer Ja. Klöße. Also, wie gesagt, weil ich halt eine relativ große Familie habe, war meistens so. Also, wir machen das nicht jedes Jahr gleich, aber dass zum Beispiel am 25. Dezember dann nochmal das große Weihnachtsessen ist, wo die ganze Familie zusammen ist. Das hat dann immer rotiert, dass es bei einem anderen Familienmitglied war. Und da so. Und dann, weil wir dann halt auch alle, keine Ahnung, Onkels oder Opa, Oma besuchen, dann sind wir halt da jeden Tag danach auch nochmal unterwegs und fahren halt überall hin. Ja, deshalb ist Weihnachten da auch immer ein bisschen anstrengend. Aber ja, geht. Und dieses Jahr wird es dann Ja, genau cool. gleich ablaufen. Dieses Jahr wird es so ablaufen, dass ich am 24. zu Hause bin und wie es weiterläuft, weiß ich nicht, weil ich bin jetzt in die exakte Planung nicht
einbezogen. Aber ich vermute mal, dass wir dann auch irgendwie wieder unterwegs sind. Ja, okay. Kart fahren. Ja, jetzt Kart fahren nicht. Schon. So, Merlin, wie sieht's bei dir aus mit Weihnachten? Ja, bei uns ist auch immer sehr familiär geprägt. Im letzten Jahr haben wir es ein paar Mal so gemacht, dass Großeltern und Tanten so nicht dabei waren. Aber dieses Jahr sind wir sogar bei den Großeltern, also bin ich bei meinen Großeltern, inklusive meinen Schwestern und meinen Tanten und so weiter. Und ja, dann gibt's halt auch immer Essen. Bescherung gibt's so eigentlich nicht mehr, weil wir also jetzt, gut, wir haben ja keine Kinder mehr, ich bin ja der Jüngste. Ja. Und ja, ich weiß, dass es früher gab es halt immer noch, also als ich und meine Schwester noch ein bisschen kleiner war, vor allem halt ich, gab es halt immer noch Bescherungen und so. Und ich weiß bis heute nicht, die wollten mir irgendwo mal den Trick verraten, aber als wir beim Essen saßen und wir hatten halt so einen Weihnachtsbaum da stehen, den konnte man von dem Esstisch aber nicht sehen, aber allerdings gab es halt so ein paar, so über die Reflexion von Fenstern und so, konnte ich das halt trotzdem sehen. Ja. Und da war so eine Lichterkette angebracht und die haben die ganze Zeit gesagt, wenn es die Lichterkette leuchtet, ist, war der Weihnachtsmann da. Und ja, da hat irgendwann mitten im Essen diese Lichterkette geleuchtet und ich war halt übelst geflasht. Und ja, ich weiß bis heute nicht, wie die das gemacht haben, es ist keiner vom Tisch aufgestanden oder so. Unser Nachbar war auch da. Ja. Wer war das? Sie haben mir immer gesagt, sie, wer mir das verraten, wenn ich 18 bin, aber scheinbar bin ich immer noch nicht. Wie wär's mit dieser Erfindung einer Zeitschaltuhr? Nein, das ist totaler Quatsch. Aber wenn, dann ist ja auch die Frage, wer hat denn die Geschenke dahin gelegt? Dass man die Lichterkette anmacht, okay, kann ich ja noch irgendwie, aber wer hat die Geschenke dahin gelegt? Die waren vorher nicht da. Und ich war irgendwie 9 oder so, ich habe die ganze Zeit auf nichts anderes geguckt als auf diesen Baum, über diese Reflexion halt. Naja, das flasht mich bis heute. Das ist so ein Mechanismus im Boden oder so. Ja, auf jeden Fall. Riesenkot aufgerissen. Ich komm so eine Tribüne rausgefahren mit den Geschenken. Aber was mich ja wirklich interessiert, bevor ich hier gleich zu meiner Weihnachtsstory da komme, beschenkt ihr euch alle eigentlich noch, also wirklich jetzt an allerlei gefragt, denkt ihr Weihnachten, da muss man wirklich noch irgendwas kaufen oder denkt ihr sich so, ey komm, mit der Familie einfach mal rumsitzen und mal hier, weil bei mir ist es momentan wirklich so, ich schenke schon seit 3 Jahren nichts mehr. Und damit ist die komplette Familie bei mir auch ganz gut gefahren, weil normalerweise war das bei Weihnachten immer so, und, was willst du haben? Ja, das bräuchte ich. Und dann war es das auch schon. Da hat man sie besorgt und fertig. Da sagt man kurz Danke, frohe Weihnachten und gut so. Aber das haben wir dann irgendwie jetzt auf jeden Geburtstag da hingeschoben, weil jetzt ohne Scheiß, man läuft da zu einem, okay, man bestellt ja alles über, nur noch über das Internet, aber stell euch vor, man sucht und sucht und sucht, kauft dann irgendwie das Geschenk, weil man sich denkt, ja, das könnte passen. Und dann freut sich der eine, dem man das Geschenk dann in die Hand drückt, eigentlich nur auf den Kassenzettel, um sie wieder umzutauschen. Also, habt ihr irgendwelche Sachen geschenkt bekommen, wo ihr denkt, Junge, das brauche ich überhaupt nicht? Oder gibt's wirklich so Geschenke, wo ihr dann denkt, ja, also, braucht man Geschenke überhaupt noch? Nee, kannst du ruhig erzählen. Kennt ihr diese Matten, die man auf den Boden legt? Fußball. Wo so Pfeile drauf sind und wo man so das ist bei Pokémon, so, da gibt's so Rätsel. Als Videospiel quasi immer den Fuß auf den richtigen Pfeil setzen so muss. Tanzmatten. Zur Musik, ja. Ja. Ja, das habe ich mal geschenkt bekommen. Voll geil! Das ist doch super. Voll, ja, ich sowas nicht geschenkt. Ich fand das nicht geil. Okay. Ich fand das nicht so geil. Also umgetauscht oder hast du gesagt, ja, geil, Keller? Ja, ich bin in sowas immer schlecht. Ich will den anderen nicht verletzen, deswegen habe ich gesagt, ja, oh cool. Ja, du musst ja, du kannst ja trotzdem umtauschen. Ja, ging nicht. Ja, kommt 3 Wochen später, guck nochmal nach. Wie oft hast du jetzt auf dieser Matte getanzt? Das hat mein Bruder gekauft und wenn mein Bruder was kauft, dann kauft er günstig und wahrscheinlich auch bei eBay. Also auf der eBay-Startseite. Habt ihr mal ein Kick-T-Shirt gekauft? So, aber zum Thema Geschenke, ja, also ich finde, es muss jetzt nicht, also es muss, ich erwarte nichts zu Weihnachten und auf der anderen Seite will ich aber auch nicht, dass man von mir was erwartet, aber wenn man dann was schenkt oder was geschenkt bekommt, wünsche ich mir oder beziehungsweise erwarte ich, dass derjenige, der schenkt, sich auch wirklich Gedanken drüber gemacht hat und sich mit mir auseinandergesetzt hat, also generell bei Geschenken sich mit mir auseinandergesetzt hat und sagt, jo, das wird dem gefallen oder so. Also das ist halt immer
wenn du einen Gutschein schenkst, ist das, finde ich, immer so, ist das so voll herzlos. Ganz ehrlich, ich finde Gutscheine nicht herzlos. Generell Gutscheine, das ist meiner Meinung nach, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist das Herzloseste, was du jemals machen kannst. So, das trotzdem ist eine nette Geste. Hey! Also hey. Gutscheine sind besser als Bargeld. Ich finde eine nette Geste, wenn ich mich wirklich mit dem Menschen beschäftigt habe, dem ich was schenken will. Und auch wenn es jetzt nichts ist, was er gut gebrauchen kann oder so, aber es von Herzen kommt. Hm. Ja, so ein Gutschein kann auch vom Herzen kommen. Ja, komm, noch Herz, okay. Naja. Sagen wir so, es gibt noch eine schlechtere. 1% Herz. Es gibt. Also viel macht ihr Gutscheine, macht ihr viel zu sehen. Ganz ehrlich, ich sag Gutscheine euch, okay. Gutscheine sind, sagen wir mal, 5% Herz. 1% Herz ist, wenn du den Gutschein via Facebook als Key bekommst. Was? Du kannst Amazon jetzt. Amazon Key oder was? Ja, genau, du kannst Amazon Geschenkgutscheine kriegst du mit einem Key, kannst du einfach rüberschicken. Kannst sagen, ja. Kannst du, hast du hier richtig verdient und schickst einfach den Key rüber. Das ist das Herzloseste aller Zeiten. Dann kannst du sagen, jo, frohe Weihnachten. Vorbei. Dass es sowas überhaupt gibt und dass es auch sowas überhaupt geht. Ich hoffe, es gibt nicht so viele Leute, die dir sowas machen, weil das ist schon wirklich 1% Herz. Dann lieber gar nichts schenken. Also ich wäre auch schon mit einer Packung Mancherie oder keine Ahnung, einfach mit einem freundlichen, verschwitzten Händedruck oder so und mit einer Umarmung wäre ich auch schon zufrieden. Diese ganze Rumgedanken mache und ganz ehrlich, die Leute wollen ja eigentlich sowieso nur sagen oder einen Hinweis darauf geben, jo, das hätte ich denn jetzt wirklich gerne. Und dann muss der andere zuhören und sagen, oh, alles klar, dieses Versteckspiel mit den Worten, ja gut, ich habe jetzt zugehört, das kaufe ich dir jetzt auch. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen unnötiger Stress, meiner Meinung nach. Kannst du nicht viel mit falsch machen, oder hast trotzdem... Ja. Ja, okay, stell dir mal vor, du gehst zu einem Saturn, kaufst einen Gutschein und der Typ kauft eigentlich nur bei Mediamarkt. Ja, weil ich glaube nicht, dass wird ihn kann er trotzdem zu Saturn gehen, diese eine Sache. Just saying. Oder ja, du kannst der am nächsten Tag da rumsitzt und sich denkt, Mensch, dieser scheiß Gutschein. Oder scheiße, du kannst auch nicht sagen, komm, ich schenke dir jetzt einen 100€ Fressnapf-Gutschein, wenn er keinen Hund hat oder so. Ja, das ist ja was anderes. Du musst ihm schon einen Gutschein schenken, womit er was anfangen kann. Ich kann mal so einen Gutschein, die gehen immer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein Gutschein zum dänischen Bettenlager. Also in unserer Familie sind wir so weit, dass der Einzige, der eine Bescherung erlebt, halt der Neffe ist, der jetzt 4 ist. Der kriegt halt. Oh, der freut sich bestimmt. Ja, der kriegt halt super Spielzeug und so für sein Alter. Die Spielküche von Fisher-Price. iPhone. Und bei den Erwachsenen. Und bei den Erwachsenen ist es halt so, dass man sich sagt, man schenkt sich nichts. Aber natürlich. Und dann ist trotzdem immer dabei, der schenkt. Ja, genau. Aber natürlich gibt es dann nicht mal einer, sondern alle verschenken sich dann gegenseitig irgendwelche Kleinigkeiten, was dann halt riesige Dinger sind. Wie zum Beispiel halt. Für mich sind es meistens Gutscheine, weil ich mir halt wirklich nichts anderes wünsche außer Geld. Und Geld aber einfach so ist halt unpersönlicher als ein Gutschein. Ja, eben. Ich gehe da halt sofort. Ich brauche dauernd Gutscheine. Wenn gesagt wurde, wir schenken uns nichts, ich verschenke dann auch nichts. Selbst wenn ich jedes Jahr da ein Geschenk bekomme. Wie offiziell ist, wir schenken uns nichts, ich krieg nichts von mir. Also ich mach's mittlerweile auch so. Schenken. Ich mach's mittlerweile so, dass wenn gesagt wird, wir schenken uns nichts, kaufe ich auch nichts, sondern gib dann meiner Schwester höchstens 20€ oder so, dann kauft sie irgendwas. Hast du mal 20, mein Mädel? Kannst du mit zum Kiosk gehen? Und dann ja, sagen wir halt, das ist von uns beiden oder sonst was. Kasten. Bei diesen Gutscheingeschenke, das finde ich halt, ich gebe dir was im Wert von 30€ und ich krieg von dir was im Wert von 30€. Ja, dann können wir das Schenken auch direkt sein lassen. Ja, aber was ist, wenn er dir einen deshalb Wert von 15€ gibt? Bei so Geschenke nur sinnvoll, also ich würde mich über Sachen freuen, die ich mir selbst nicht kaufen würde, weil es mir eventuell zu teuer wäre oder so, aber Hund. Ich mich dann drüber freue, wenn ich es bekomme. Hundefutter. Ja, nee, nein, also ich gut, geht ja. Halt, es geht zum Beispiel an Sachen bei Amazon oder so, keine Ahnung, irgendwas Cooles, von was ich Fan bin, so. Das würde ich mir jetzt ja selbst nicht hingehen und mir kaufen, aber wenn ich es geschenkt bekommen würde, würde ich mich drüber freuen. Also Masturbato wäre schon gut bei dir, oder wie? Also ich habe vorletztes Jahr ein cooles Weihnachtsgeschenk bekommen, das war ein Pullover mit The Who-Motiv. Und das war etwas, was ich mir halt niemals kaufen würde. Exakt, so Sachen, weil du würdest dir selbst halt nicht kaufen würde. Aber man freut sich drüber, wenn man es bekommt. Genau. Das ist meiner Ansicht nach die einzigen sinnvollen, weil dieses Gutschein-Rumgeschenke, da können wir das Geschenk auch sein lassen. Aber ich meinte es jetzt mit meiner Schwester, dass ich halt Geld gebe und sie sucht was zum Beispiel für die Eltern oder so. Und dann sagen wir halt, dass wir es zusammen gekauft haben. Wir kaufen jetzt meinen Eltern oder so keinen Gutschein. Du hast sie gesponsert und sie hat geguckt, ne? Also ja. Eigentlich ist es schon richtig. Also die Sache ist halt von meinen Eltern, die schenken mir halt immer noch Sachen und da fragen die halt vorher, was willst du? Und ansonsten kriege ich halt Geld von denen oder die bezahlen mir dann halt irgendwie die Sachen. Also, aber
ich schenke halt meinen Eltern auch nichts. Also quasi, das ist bei einfach wie so das 13. Monatsgehalt, was ich dann bekomme. So. Ja, das sollen ja immer quasi nur Kleinigkeiten sein. Ja, hier aber dann rasten zum Beispiel meine Großeltern aus, weil die haben relativ viel Geld und wirklich sehr viel Freizeit, sodass sie sich sehr viel auf QVC kaufen. Und dann kriegen wir halt sehr viel Zeug von QVC. Zum Beispiel, also das ist eine sehr schlechte Mischung. Ey, ich schenk dir den Nicer Dicer. Hey, der Nicer Dicer ist voll gut. Das ist einfach mal so eine Obstpresse im Haus. Ey. Also Nicer Dicer, den kann ich nicht brauchen. Wir haben so viel QVC-Zeug hier, was wir nie selber gekauft haben, sondern meine Eltern immer zu Weihnachten von den Großeltern geschenkt bekommen haben. Benutzt ihr es? Ja, klar. Dann war es jetzt so gute Geschenke. Ja, aber du kommst in die Küche und du siehst QVC, 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 QVC. Die denkst, bist du anscheinend, aha, das ist ganz schön oft unterwegs im Online-TV. Nee, Bestell-TV. Also so. Ist bei uns schon ein Running Gag, dass meine Oma sich halt alles bei QVC kauft. Man hat sie ja langsam irgendwie so einen Spitznamen bekommen, so die QVC-Oma, ich weiß nicht. Nee. Warte mal, Shopping Green? Nee, Shopping, ach egal. Wir überlegen uns auf jeden Fall jetzt einen kleinen Spitznamen für deine Oma aus. Währenddessen darf sich der Christoph ein Lied wünschen. Christoph, was wäre perfekt für dich an Weihnachten? Was könnte man dann machen? Was für mich das Weihnachtslied schlechthin ist, ist eigentlich Last Christmas, aber was auch Gott. Noch ein Weihnachtslied ist. Aber das ist auch ein Happy New Year. Was halt für mich auch eins der Weihnachtslieder ist, ist Thank God It's Christmas von Queen. Thank God It's Christmas von Queen. Der kommt jetzt gleich hier im Anschluss, also eigentlich jetzt in den nächsten 10 Sekunden. Ich sage viel Spaß und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier ist erstmal Queen mit Thank God It's Christmas. Viel Spaß. So, wir sind wieder da, immer noch Thema Weihnachten und was haben wir eigentlich vergessen? Gibt's irgendwas zu Weihnachten noch zu erzählen? Ja, bestimmt, ne? So, ich meine, wir haben Geschenke abgehakt, wir haben Gutscheine abgehakt, wir haben die ganzen Filme abgehakt, die man gucken könnte, wir haben diese ganzen Familienfestlichkeiten abgehakt. Was gibt's denn noch? Schmuck. Ja, feiern wir denn alle das traditionelle Weihnachten? Also und ich gehe nicht in die Kirche. Ich gehe in die Kirche. Kommt bei euch der Weihnachtsmann oder das Christkind? Bei uns kam auch das Christkind. Bei uns kam früher das Christkind, mittlerweile ist es der Weihnachtsmann. Also klassisch kommt bei uns halt das Christkind, aber durch halt Medien und die USA ist halt der Weihnachtsmann halt auch immer stärker präsent geworden so. Und deshalb ist halt der Weihnachtsmann schon so im Mund. Und dann sagt mein Vater immer, nein, das Christkind kommt bei uns. Aber ja. Freut euch, Christkind kommt bald. Also langsam glaube ich ja. Also mein Vater sagt das nicht so, aber. Aber mit Chanukka oder sonst was hat hier keiner eine Berührung, oder? Nö. Das ist ja das neue Chanukka. Also wie gesagt, das Ding ist bei mir, ich habe ja am 24. erstmal abends ein großes Essen von meiner Mutter. Die steht da die ganze Zeit in der Küche und macht da hier irgendwie Borschtsuppe und so weiter und so fort. Was macht die? Borscht. Oder Pierogis oder wie die. Also, es ist eigentlich. Ist diese Fischsuppe? Es ist eine rote Beete-Suppe. Rote. Okay. Ist sowas wie ein Bauerntopf, nur aus Russland. Rote Beete? Ist ja, da wird alles reingeworfen. Ja, eigentlich macht sie eigentlich nur so Lowlight-rote Beete-Suppe mit. mit Teigtaschen gefüllt mit Champignons und Fleischdingern oder was ist das? Aber Käse. Pilze esse ich auch nicht. Käsepilze? Käse esse ich auch nicht. Nicht Käse. Da ist kein Käse drin. Sondern ja, aber Pilze. Boah, wir haben mal Käsesuppe im Wettessen an Weihnachten. Oder was ich Silvester gemacht habe, meine Schwester gekotzt. Das war sehr lustig. Weihnachtsstories. Und jedenfalls, dann gibt es noch einen großen Salat. Dann gibt es noch Fisch. Dann gibt es noch dieses typische. Ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber in Polen gibt es halt noch diese Tradition, dass man wie heißen diese Blättchen, die man abkaut? Das sind solche, diese Esspapier. Also jeder Obladen, Esspapier, schlag mich tot, keine Ahnung, wie das heißt. Jedenfalls stehen wir dann halt alle auf und gehen halt zu jeden Person, reißen uns ein Stück von dieser Oblade oder von dem Esspapier ab und wünschen demjenigen dann fürs nächste Jahr alles Gute und was man sich sonst so wünscht und so weiter und so fort. Also einfach wie so Hostien aus der Kirche oder was? Fick dich, das ist meins. Ja, nur dass der Unterschied ist, dass Hostien gesegnet sind.
Ja, aber vom Essen her. Von der Essqualität. Ganz ehrlich, du reißt das Ding aber nur ab, wünschst dann den Medien ja frohe Weihnachten. Ich wünsche dir dann für die Zukunft irgendwie Geld, Frauen, Häuser, beides. Ja. Alles. Und ja, dann hat man sich das Ding abgerissen, hat derjenige bei dir das Papier abgerissen, hat sich da auch noch was gewünscht für diejenige Person. Und dann hat man einfach die ganze Scheiße da in sich reingestopft. Und dann kam halt das eigentliche Essen. Und währenddessen schauen wir keinen spezifischen Film, wir lassen einfach den Fernseher laufen und das ist der größte Fehler. Es kommt doch immer Titanic, oder? Es kommt dann immer der letzte Scheißdreck. Es kommt immer diese Ice Age Weihnachtsgeschichte, wo wir immer bei diesem Mutanten, sag ich schon, bei diesem Mammut sind, der am Ende immer sagt, fröhliche Weihnachten! Und ich denke so, halt die Fresse! Also, keine Ahnung. Und dann hast du hier das Ding mit Jim Carrey, hier diese Weihnachtsgeschichte. Grinch? Der Grinch ist super, ich liebe den Grinch. Also Grinch ist auch ein guter Film. Ich liebe diesen Film. Und ich habe, seit ich klein bin, Angst vor dieser Szene, wo er oben in der Ecke so sich so fest ist, aber egal. Und was ist natürlich auch, ja. Mir fällt jetzt gerade ein, meine Familie war immer der festen Überzeugung, dass wir eine Tradition haben. Ich diese Tradition aber noch nie mitbekommen habe. Dann würde ich mir an Weihnachten immer, das ist auch so ein DDR-Ding, zu Weihnachten immer Weihnachten in Familie mit Frank Schöbel im Fernsehen geguckt wird. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung, irgendein Schrott. Wie gesagt, ich hab's noch nie gesehen und meine Familie ist der feste Überzeugung, wir haben das jedes Jahr zu Weihnachten. Was ist ein Frank Schöbel? Das ist ein Mensch. Also das erste Bild, was ich eben sehe, ist es in Uniform. Also jedenfalls kommen da halt solche Filme und dann kommt halt immer Kevin allein zu Hause. Also, aber das kann man ja gucken. Damals habe ich mich wirklich kaputt gelacht bei den ganzen Szenen, wo die Einbrecher ins Haus reinkommen. Jetzt kommt nur noch so ein müdes Lächeln. Also, das ist halt das größte Problem, was eine gutbürgerliche US-amerikanische Familie haben kann, die in den Urlaub fährt, dass man Weihnachten überfallen wird. Wenn das das größte Problem im Leben ist, dann ist ja alles okay. Ja, gut. Also jedenfalls, ich weiß nicht. Irgendwie ist Kevin bei mir abgestumpft. Kevin natürlich ist auch abgestumpft. Ja, nee, der ist jetzt, keine Ahnung, der ist jetzt wieder, der hat wieder die Kurve gekriegt, ne? Der Typ. Echt? Der hat jetzt eine Freundin, spielt in der Band. Ich glaube, der war ja, so ein YouTube-Video bei einem YouTuber, den ich so peripher verfolge. Nee. Alles gut. Also dem Typen geht's wohl wieder ganz gut. Naja, wenn er YouTube-Videos macht, dann muss er ja wieder auf der Höhe sein. Das ja, YouTube-Videos machen ist kein Indikator, dass der Leben auf der Höhe ist. Total auf der Höhe. Ihm geht's gut, er macht YouTube-Videos. Naja, jedenfalls, das ist halt der erste Tag. Der zweite Tag ist dann einfach Familienessen bei meinem Vater. Und der dritte Tag machen wir eigentlich gar nichts mehr, aber ich glaube, dieses Jahr wird am zweiten Tag das so sein, dass wir dann alle bei meinem Bruder essen werden, weil sie endlich in ihr Haus gezogen sind. Und dann gibt's halt den Kleinen, der wird natürlich beschenkt und dann, ja, also Geschenk ist schon da. Ja, das ist also Weihnachten bei uns, oder beziehungsweise bei mir, wie es dann aussieht. Wo? Ansonsten, ich springe jetzt mal ein bisschen zu Silvester. An Silvester gibt es ja immer diese Serie Ein Herz und eine Seele, oder wie das Ding heißt. Oh Gott. Die habe ich mir gerne angeschaut, diese Silvester-Folge. Die fand ich ganz gut mit, wie heißen die Leute nochmal? Die sind ja sowieso alle tot. Also ich weiß, dass einer, glaube ich, Dieter oder Volker Krebs hieß. Dieter Krebs, ne? Dieter Krebs, genau. Ich glaube, das war der Erste, der verstorben ist. Also ich kenne das nicht. Ich kenne das. Ich kenne das leider auch. Dein Herz und deine Seele. Das war halt, das war in Ordnung. Das war in Ordnung. Aber wie gesagt, irgendwann, wenn wir ein Laptop oder Silvester machen, dann kommt natürlich diese ganze... Oder kommt Bleigießen. Bleigießen? Ist das jetzt nicht illegal? Was? Ja, ist es. Ich finde das immer voll geil. Hat die EU doch verboten. Ich finde Bleigießen so cool, wenn du da irgendwie und alle lesen da irgendwas, das ist eine Blume, das ist Herbert Grönemeyer und ich finde das mega cool. Bleigießen ist eine Tradition, die ich zu Silvester immer mache. Ja, dann sitzen wir alle da betrunken um Feuer mit Blei. Dann dieses Zucker, dieses Zuckerding mit Rum und anzünden. Weißt du das denn nochmal? Naja, also Silvester kommt dann beim nächsten Laptalk, dann Folge 4 und. Ah, Feuerzangenbowle, genau. Ja, falls es noch nichts weiteres zu Weihnachten gibt, dann würde ich das Thema langsam schließen. Hat jemand noch was zu Weihnachten zu sagen? Überlege, aber wahrscheinlich nicht. Die Abendpaketboten. Oh ja,
Oh ja, wir reden. Oh, ja, ja, gut. Ja, Jan Böhmermann schon 20.000 Euro gesagt. Amazon streikt, also die Mitarbeiter, die wer die Leute. Ja, aber auch nur in Werne und in Leipzig. Ja, das soll aber wieder verbreitet werden. Ich meine, letztes Jahr habe ich bei Amazon gearbeitet und da habe ich jetzt nur ungefähr 20 Gelbwesten gesehen. Gelbwesten bei Amazon? Ja, ja, die tragen ja, die haben das alle übernommen aus Frankreich oder was? Genau, na klar, die mussten schon letztes Jahr. Ja, so ist das Streikrecht hier was anderes als in Frankreich. In Ägypten haben die den Verkauf von Gelbwesten verboten aus Angst von Nachahmern. Da können aktuell keine Gelbwesten gekauft werden. Konnten sich jetzt Orangen oder wie? Naja. Jedenfalls, wenn es wirklich nicht zu Paketboten und so weiter kommen sollte, dann schließe ich die Runde, beziehungsweise darf der Rico diese weihnachtliche Folge vom Laptalk schließen mit folgendem Musikwunsch. Was hast du denn vor? Was hast du so im Kopf? Ich dachte erst Rockin' Around the Christmas Tree, aber ich mag übrigens Last Christmas auch. Ich bin heute mal Elton John Fan und sag Step into Christmas. Elton John Step into Christmas. Dann ist Step into Christmas unser letztes Lied. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas noch rein hinterher schiebe, aber ich glaube nicht. Obwohl, könnt ihr mal ein bisschen so für eine Minute über irgendwas Weihnachtliches reden, Besinnlichkeit und so weiter und so fort. Ich such mal schnell. Habt ihr alle einen Weihnachtsbaum? Wir sollten tatsächlich, also wir sind ja bei unseren Großeltern dieses Christmas Jahr. Tree. Und die sagen, wir dürfen keinen Weihnachtsbaum mitbringen, aber wir bringen trotzdem einfach einen mit. Und dann, ja, wir sind einfach voll geil. Aber die in der Kirche kommt, sind. Aber kommt der dann nicht zu spät? Nee, aber nee, während die alle in der Kirche sind, mein Vater und ich gehen nicht in die Kirche und planten dann da den Baum. Ihr plantet einen Baum? Ja, dann nehmen wir ein bisschen Knochenmehl mit und. Gibt's bei euch keine Weihnachtskrippe? Doch, aber wir gehen da, also ich. Ach, die baut ihr dann auch auf? Seit meiner Grundschule wurde ich ja Kirche. Ja, ist ja egal. Gut, alles klar. Ich meinte nicht in der Kirche, ja. Am Weihnachtsbaum, so eine Krippe. Ja, die steht bei uns mitten im Wohnzimmer, sonst wo. Und das steht genau da, wenn du dich ein bisschen auf den Sessel setzt und der ein bisschen verrutscht, dann fliegt die ganze Krippe um. Weil die oben auf dem, ist ja auch egal. Und ich hatte als Kind immer Spaß mit meinem Vater, die aufzubauen, da den Esel hin, die Tiere. Jetzt doch schnell, jeder hat einen Weihnachtsbaum? Ja, nein? Ja, also ich nicht, ja, aber nein. Meine Eltern. Wir haben auch keinen hier. Wir haben auch zu Hause jetzt keinen. Christoph, du wolltest dich um Weihnachtsbaum kümmern. Sehe ich aus, als könnte ich Geld scheißen? Du hast gesagt, du kriegst Weihnachtsbaum. Nein. Also auch hab's noch genau im Kopf, Tag. Wie du das gesagt hast. Also ein paar Kisten Oettinger reichen doch auch, die übereinander gestopft sind. Einfach ein 24er Kasten Bier als Adventskalender und dann hinterher alle Kästen aufeinander stapeln und das auch im Baum. Richtig, richtig. So richtig schön asozial. So, ja, egal. Gut, alles klar. Wir schließen die Runde mit Elton John und Step into Christmas. Und wenn ihr dann noch Lust habt auf ein weiteres Lied, dann habe ich jetzt meine Spotify-Playlist noch Happy Xmas War is Over von John Lennon and the Plastic Band. Habe ich mit eingefügt. Also, okay. Weiß nicht. Nee, The Harlem Community Choir heißt das. Oh, okay. Ist egal. Ja. Jedenfalls frohe Weihnachten und wir sehen uns dann bei der Silvesterfolge. Tschüss. Schöne Feiertage. Ho, ho, ho. Wenn ihr das hört, wann hören die das? Keine Ahnung. Dann war eventuell schon Weihnachten oder nicht. Dann trotzdem frohes Fest. Nee, wenn, kommt es ja nächste Woche Montag. Und Montag ist Heiligabend, also noch nicht Weihnachten. Montag? Ja. Es kam doch noch nie Montag. Nee, es kam eigentlich samstags. Ja, wenn Samstag kommt, dann ist Weihnachten noch nicht vorbei. Wir haben schon Tschüss gesagt. Ja, also sag Tschüss jetzt. Ich hab schon frohes Fest gewünscht. Okay, Oscar. Ich hab auch schon Tschüss gesagt. Jo, tschüss.